Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shaman King, Master of Spirits. Im letzten Part bin ich jetzt hier runtergefallen, scheiße. Im letzten Part haben wir die Totem Attack gelernt. Oh yeah, die Totem Attack ist ziemlich cool. Da haben wir die gelernt. Ich habe sie euch auch schon demonstriert, aber ich kann sie euch gerne nochmal demonstrieren hier. Totem Attack! Und... Gott, ich liebe die Totem Attack. Ja, und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, wo wir jetzt auf dem Weg hin sind. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg dahin, genau. Ich weiß nicht wohin, aber wir sind auf dem Weg dahin. So, das Blöde hier ist jetzt eine kleine Sprungaufgabe, will ich jetzt schon beinahe mal sagen. Aber mein Tee wird neben mir kalt. Ich möchte jetzt auch meinen Tee trinken. Oh, da ist es schon vorbei. Alles klar. Trinke ich mir mal einen Schluck Tee. Gott, ist dieser Tee geil. So, wir speichern hier mal kurz. Shop. Okay, ich verkaufe mal. Ja, hier nimm meine Gegengifte. Brauche ich eh nicht. Sonst will ich aber nichts von dir. Dum, 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 dum. Wow, da will ja wohl jemand hier. Was ist denn los mit euch? Muss ich ja gleich wieder Okay, dann gehe ich eben unten lang. Celestial Slash! Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ach ja, ein schönes Spiel. War das jetzt so intelligent? Nein, weil ich da jetzt gar nicht hinkomme. Nein, ein goldener Hund. Ein goldener. Electric. Ich nenne ihn jetzt Electric Dog. Gut, da komme ich aber nicht hoch. Nee, komme ich nicht hoch. Schade. Wow. Heute da da da. Was heute da da da? Egal. So, dann gehen wir doch jetzt hier mal hoch. Denn wenn ich mich recht erinnere, war dort oben ein Schlüssel. Das ist auch ein bisschen was, was ich von dem Spiel weiß. Ah, der Magatama-Perle, hallo. Dich sehe ich natürlich gerne. Oh, fuck, tricky. Und tschüss. Hallo, Kiste, zu dir möchte ich auch noch. Kiste, was ist in der Kiste? Ich sag Geld. Ja, war das denn so schwer zu erraten? Gut, und jetzt bin ich gespannt, ist dort oben ein Schlüssel, wie ich es vermute, oder? Ja, es ist hier ein Schlüssel, wunderbar, wusste ich's doch. Schnell nach unten. Fallschaden gibt es ja in dem Spiel glücklicherweise keinen. Das ist doch schon mal... Oh, was ist da? Ganz... Gut so. Stell dir mal vor, in dem Spiel würde es einen Fallschaden geben. Wow, fuck. Electric Dogge. Wow. Und Celestial Slash. Weg ist er. Yeah, man. Okay. Rüber da. Ach du. Zack. Das ist ja normalerweise der Geist von einem... die Geistkontrolle, sage ich jetzt mal. Von einem Medium von Seki. Aber, okay, Seki ist er in diesem Spiel nicht vorhanden, also werden wir uns auch mal nicht mit ihm beschäftigen. Für die, die alles interessiert, was jetzt wo mit Seki zu tun hat, bitte schaut euch den Anime an. Oder nein, noch besser, lest den Manga, denn ich habe es ja schon mal erklärt. Im Manga wird einfach alles viel besser erklärt. Wow, wieso bist du... Ist klar, oder? Ist klar. Genau. Weil ich halt genau in dieses kleine Loch einfalle. Er leckt mich doch am Arsch. Wahnsinn, ey. So. Nochmal neu. Mann, 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 Mann. Tja. Tja, tja. Halt, ich muss erstmal wieder den Schlüssel holen. Dann holen wir eben mal nochmal kurz den Schlüssel. Celestial Slash! Dum, 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 dum. Tja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns jetzt nochmal kurz den Schlüssel. Das dürfte jetzt eigentlich... Wow, 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 wow. Ganz fix gehen.
Und dann kann man währenddessen mal überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich der nächste Boss? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja, stimmt, die Magatama-Perle muss ich auch nochmal neu aufsammeln. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer der nächste Boss ist. Puh. Ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade ziemlich überfragt. Hm. Ist auch egal. Sehen wir ja dann schon. Oh, hallo Gegner. Damit den Schlüssel. Und ja. Geronimo! Und Geronimo! Wunderbar. Tja, Jojo müsste sich ja mittlerweile eigentlich schon 10.000 Knochenbrüche zugezogen haben. Aus was für der Höhe der mittlerweile schon gesprungen ist, aber anscheinend hat er Knochen aus Gummi, die seinen Sturz abfangen. Ja. Oder irgend sowas in der Art. Und tack. Gut. Jetzt behinderten sie, glaube ich, der hier, oder? Ja, wo siehst du? Celestial Slash und Slash! Wunderbar. Nein. So, jetzt zack. Gut, nicht irgendwo hängen bleiben. Oh, wo muss ich lang? Ich gehe jetzt mal hier lang. Zer. Ach, das sind solche Teile, die wegbrechen. Das ist ja suboptimal. Ja, wie finde ich denn das? Zer. Nein, 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 nein. Ach, toll, jetzt bin ich wieder unten. Leck mich. Doch bitte am Arsch. Ja, stirbst du mal, danke. Ich weiß nicht, sollte ich mich langsam mal heilen? Nicht, dass ich dann wieder verreck. Wenn ich mir jetzt mal so meine KP anschaue. Ich glaube, es wäre ganz praktisch. Aber ich will keine Nudeln. Nein! Ah, du scheiß Vogel, du! Kotz mich an! So. So, jetzt muss ich mich aber mal heilen. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich leider Nudeln verschwendet, aber wo gehe ich jetzt lang? Ach, ich gehe jetzt wieder rechts, komm. Ich gehe wieder rechts. Und zack. Zack. So, jetzt müsste hier jetzt irgendwo diese Totem-Statue wieder sein, die mich vorher runterkornert und weg ist. So. Ah, wunderbar. Wunderbar. Hallo Gegner. Doom, 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 doom. Nein, nein, nein. It's, oh Gott, ey, kotzt mich halt an, ihr scheiß Gegner, wie ihr mich da unten in die Schluchten haut. So, ich brauche jetzt erstmal wen anders als Tokagero, weil Tokagero ist einfach mal scheiße. Wen hole ich mir? Hm. Warum eigentlich nicht? Komm, ich hol mir noch mal mehr, ich hol mir noch mal mehr Gesundheit dazu. Zack. Warum denn nicht? Ich nehme doch eh nur Amidamaru her. Wow! War das knapp. Gut. Oh, da unten ist ein schwarzer Gegner, okay. Heißt das jetzt, dass die mir aushalten, oder wie? Okay, was haben wir hier drin? Ein Sushi, yeah man. Und tschüss. Hier ist irgendwie nichts mehr. Oh, hallo, hallo, hallo. Zer, zer, zer. Und da oben haben wir jetzt wieder einen Gegner und... Ja, dann gehe ich halt hier unten lang. Ist mir recht. Und Celestial Slash. Ah, gut, hier wieder runter. Komische Welt irgendwie. Sehr, sehr komische Welt. Ah, okay, hier kann ich nicht weiter. Du gehst mal weg, bitte. So, dann hier hoch. Die Zeit sagt, ich darf noch aufnehmen. Wunderbar. Dann gehen wir mal wieder. Oh, okay. Dann eben so. Oh, da ist wieder so ein Super Saiyan. Super Saiyan.
Hui. Heidewitzka, ich esse mal kurz ein Sushi. So. Dann, wow. Dann nehme ich mal kurz ein Gegengift. Ah, da haben wir eine Kiste. Hallo, Kiste. Ja, das sage ich nicht, nein. Bei so viel Sushi. Wobei, so viel Sushi, es waren, glaube ich, nur zwei, oder? Und tschüss. Dim, dim, dim. Ah, was haben wir denn da? Zer. Sehr gut. Wow, ein Goldener. Und tschüss. Wie du lebst immer noch. Die halten ja ganz schön was aus. Dim, 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 dim. Oh fuck. Oh tschüss. So. Okay, wenn ich mir meine KP... Wow! Er kommt, stirbt's! Hui. Also ich nehme jetzt doch lieber mal... So, die zwei Sushi. Ah, okay, hier geht's dann wieder runter. So. Es sieht nicht so toll für mich aus. So viel Energie habe ich nicht mehr. Und tschüss, tschüss. Wunderbar. Hier war die Kiste, oder? Die öffne ich mit dem Celestial Slash. Geht es? Ja, geht. Cool. Doom, doom. Na, das sieht doch nach Ende aus. Und das ist das Ende. Wunderbar. So, erstmal sichern. Shop. Verkaufen wir doch erstmal ein bisschen. Boah, der gibt mir 150 Yen dafür. So, nimm mal die ganze Scheiße. Kaufen, was kaufen wir denn? Ich kaufe mir Nudeln, habe ich ja. Dann kaufen wir jetzt ein bisschen Hotdogs, oder? Oh, kaufen wir mal ein paar Hotdogs. So. Please come again. Immer wieder gerne. Okay. Der Mond ist im Hintergrund. Wer hat mit dem Mond zu tun? Hm. Welcher Endgegner könnte mit dem Mond zu tun haben? Hm. Wow, wow, wow. Mir fällt jetzt gerade auf Anhieb keiner ein. Der da vorne nervt. Den machen wir kurz mit dem Celestial Slash Round. Ich habe keine MP mehr. So, ein bisschen schneller aufladen, während das ein Strick über einen Schluck Tee. Ah, lecker, lecker, lecker. Lassen wir mal kurz komplett aufladen. Und tschüss. Celestial Slash! Wunderbar. Achso, das war nur für die Kiste. Oh ja, das hat sich gelohnt. Ja! Ist klar. Okay, ja. Ich verstehe schon. Oh, ich habe vergessen zu verkaufen. Ist klar, ne? Ja. Ist okay. Kaufen. Ja. Oh, in Hamburg, ja. Ist mir auch recht. Da kann man ein paar Hotdogs noch. Dim. Dum, dum. So, wir sind aber trotzdem noch bei dieser alten Diskussion. Wer könnte hier der Boss sein? Boah, nerv halt nicht mit deinem, hier, ich vergifte dich, mega Zauber, Voodoo, Dingens, Kirchen. Stirb! So, bei dir brauche ich jetzt meine ganzen MP. Oder SP, wie sie in dem Spiel heißen. Die reichen nicht. Und ich erreiche ihn nicht so. So, dann lad die mal wieder ein bisschen schneller auf. Währenddessen trinke ich wieder einen Schluck Tee. Und die Vergiftung hat mir ja ganz schön zu Schaden gemacht. Gut. Und tschüss. Celestial Slash. So.
Wunderbar. Diesmal nicht reinfallen. Diesmal lasse ich mich hier runterfallen. Na gut. Gut, 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 gut. Oh, nein! Oh, oh, oh. Ach, Menno. Leute, das ist doch unfair. Menno. Das ist ja unfair. Was ist denn das hier? Ist doch unfair. Das ist ja fies. Also gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, lass es heute mal gut sein. Das war Let's Play Shaman King Master of Spirits für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.